Ihr Lieben, herzlich willkommen in der Woche Nummer 5 im Aufbrauchprojekt. Ja, ich kann euch mehr mal erzählen, wie meine Woche 4 war. 3 Produkte sind wieder leer gegangen, 2 nehme ich dazu. Wir fangen erstmal an mit den leeren Geschichten hier. Zum einen war mir ja klar, dass das Alverde leer geht. Das würde ich nie wieder nachkaufen. Es trocknet mehr die Haare aus, als es irgendwas macht. Also das fand ich wirklich, wirklich, wirklich. Eigentlich hätten sie schreiben sollen für strapaziert. Also wenn sie geschädigtes Haar haben möchten, dann kaufen sie dieses Produkt. Denn so war das für mich einfach. Dieses Repair hat null Repair gemacht. Danach brauchte man noch mehr Repair. Dann ist mir leer gegangen dieses Swiss Opal Haarpeeling. Das habe ich für meinen Körper benutzt. Gar nicht für die Haare, sondern einfach für den Körper. Es hat auch mega geschäumt, was mich echt überrascht hat. Weil ich brauche so ein Haarpeeling nicht. Ich brauche das einfach nicht. War ein tolles Körperpeeling, kurzzeitig mal. Ich würde es mir natürlich jetzt nicht für den Körper kaufen, weil es einfach viel zu teuer ist. Aber es war in Ordnung. Auch da hat man Silikon. Dann haben wir Pink Melon. Juhu! Nach 4 Wochen ist das jetzt auch mal leer gegangen. Oder in der 4. Woche, ja, ist es leer gegangen. Auf jeden Fall ist Pink Melon leer gegangen. Ich habe 4 Wochen lang gebraucht, um es leer zu machen. Und ich habe es ausschließlich nur zum Rasieren genutzt. Am Anfang tatsächlich habe ich mich damit eingecremt. Aber es ist, also eingeschäumt. Aber es ist einfach nichts für mich. Es hat mir einfach, dieser süße Duft war mir irgendwann Kopfschmerzen bereitet. Ja. Meine Haare gehen gerade auseinander. Es ist auch eigentlich echt schwül. Und ich sitze hier mit Pony, ne? Ich bin schon ein bisschen verstört und abends um 8 sich geschminkt. Jetzt haben wir 9. Ja. Kann schon leicht verstört sein, aber ja. Dann haben wir noch, ja, habe ich kein einziges Mal benutzt. Es war viel zu heiß. Und ich war jedes Mal eingecremt und habe geschwitzt wie Sau. Ich lasse es trotzdem drin. Ja, es ist in meinem Kopf. Und ich werde es dann benutzen. Dann Elvital. Ich glaube einmal, wenn überhaupt. Ich hatte noch so viele Prübchen. Deswegen ist da, glaube ich, kein Mal. Kein Mal. Nee, kein Mal. Dann kommen wir zu den Fortschritten, die ich erzielt habe. Finde ich gut. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, wäre mir viel zu teuer. So. Auf jeden Fall Coco Fresh. Also wie gesagt, ich würde von Hello Buddy nie. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mir ist einfach einfacher, in die Drogerie zu latschen, ne? Es ist ein toller Schaum, riecht angenehm nach Kokos. Müsste ich nicht unbedingt haben, sage ich ehrlich. War eine tolle Erfahrung, es zu riechen. Riecht aber auch wirklich nach echter Kokosnuss und nicht so künstlich. Ich finde, wenn man es dran riecht, das riecht so nach richtig nach frisch geöffneter Kokosnuss. So ein bisschen bitter sogar. Ja, ich denke noch eine Woche, vielleicht auch 2. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich es verschwenderisch benutze, sondern echt, wenn ich mein Gesicht halt wasche. Und nicht unter die Arme schmier, weil es doch relativ teurer Produkt ist und ich es für gut finde. Deswegen. Dann habe ich mit reingenommen. Stimmt gar nichts. Keine 2 Dinge, 3 Dinge. Statt den anderen benutze ich gerade das hier, was ich heute Morgen schon benutzt habe. Und es riecht wesentlich besser. Mir ist Kokosnuss lieber als künstliche Melonen. Erzeugter Duft irgendwie. Kokos riecht immer süß irgendwie nach Sommer. Deswegen, ich finde das auch total süß. Es hat sie wirklich klasse gestaltet, aber für mich ist es ist nichts für meine Altersklasse. Also für mein Alter, für mich, für meinen Geschmack, sage ich mal, ist das einfach nichts. Ich schmiere mir das unter die Arme im Teambereich, Beine zum Rasieren, fertig. Gucken wir mal, wie lange das dauert. In der Woche 5 sind wir ja jetzt dann und da bin ich mal gespannt. Ich glaube Woche 5. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr werdet es ja sehen, welche Woche wir sind. Dann zeige ich euch schnell, was ich mit reinnehme noch. Von Issey Miyake. Geiler Duft. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn so sehr. Und ich hoffe, ich kann mir das irgendwann mal leisten in meinem Leben, das Originalparfüm davon zu holen. Die getürkte Variante ist gar nicht so schlecht. Aber irgendwie... Das riecht so geil. Leute, ich könnte da drin baden. Ich könnte es essen. Das nehme ich auf jeden Fall mit drin und ihr seht den Füllstand. Wie gesagt, ich hatte das in anderen Projekten drin. Ich mache gerne meinen Oberkörper damit und ich liebe es. So, dann genau, das hatten wir schon, das haben wir. Dann habe ich das hier noch mit reingenommen, weil damit möchte ich gerne meine Hände eincremen. Ich habe es nämlich gemerkt jetzt in letzter Zeit, das ist Linsa. Und das habe ich ja kein einziges Mal letztes Mal benutzt und es kommt jetzt einfach da rein, weil es sind einfach Produkte, die ich ja entweder zu gerne benutze und nicht leer machen möchte, oder?
Das sind Produkte, die ich nicht so mag. Und das ist eins, das riecht echt unangenehm. Jenny, die Miss Curly Jen, hat geschrieben, dass das arschteuer ist. 8 Euro oder was? Ja. Kann meinetwegen 20 Euro kosten. Ich würde es mir trotzdem alleine, weil das riecht so, ja, das riecht nach Kerze. Also wie so Bienenwachs, ne? Das riecht echt so nach Wachs. Als hätte man Wachs auf den Händen. Ist silikonfrei, ja. Ich muss auch sagen, dass das nicht ganz so bebt wie normalerweise. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt, ja doch, es ist schon etwas schmierig. Doch, doch. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt anfange noch zu schwitzen. Aber ich merke es einfach, meine Nagelhaut tut's gut, meinen Händen tut's gut. Ich habe manchmal echt trockene Hände. Die reißen sogar in den Handflächen, so trocken sind die Hände. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Dann habe ich das hier nicht einmal verwendet, wie es ausschaut. Nee. Weil ich mich ja sehr auf das hier konzentriert habe. Da habe ich auch wirklich einen Fortschritt erzielt. Und zwar habe ich jetzt meinen grünen Stift hin. Und zwar ist das jetzt bis da aufgebraucht. Das habe ich ein paar Mal geduscht damit. Also die ganze Woche eigentlich geduscht. Ich finde es nicht ganz so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin kein Mango-Fan. Nee, ich mag den Duft nicht. Ich mag, es ist mir zu süßlich. Es geht, ne? Zum Duschen geht das, aber ich bin froh, dass es ein cremiges Produkt ist. Dann. Mein Schwanz war gerade im Weg. Dann ein Produkt, wo ich gerade nicht sehe, wo mein Füllstand ist, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Das hier benutze ich zwar nicht ganz so oft, muss ich sagen, aber heute Mittag, als ich mich abgeschminkt habe, als die ganze Brühe verlaufen ist und als ich so bunt unterwegs war, habe ich das drauf gemacht und es ist echt pflegend. Also für mich reicht das. Das reicht mir wirklich aus. Ich finde das geil. Ja. Dann habe ich ein Deo, was immer noch voll ist. Emoji, Kokosnuss. Also ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben dreht sich um Kokosnuss. Ich kann es schon immer riechen. Also ich glaube, ich bin danach fertig. Mit meiner Kokos, ne? Aloha Hawaii von Emoji. Nein, never ever ending story. Dann habe ich hier einen kleinen Fortschritt wieder. So sieht es aus. Und das ist echt klasse. Also wenn ich das drauf mache, schwitze ich nicht und stinke ich nicht. Also das ist echt toll. Guckt euch das mal an. Und ich bin schon so ein kleiner Stinker. Oh, sehr mager. Da sind wir jetzt. Start. Erstes, zweites, drittes und viertes Update. Das heißt, ich habe es in der Woche 2, glaube ich, mit reingenommen. Oder in der ersten Woche. Ich habe keine Ahnung. Es ist toll. Ich finde das toll. Ich würde es immer wieder nachkaufen. Ich finde es echt toll. Ich finde einfach, der Preis ist einfach nicht gerechtfertigt. Ich habe noch zwei Pullen, Gott sei Dank, in Full Size und auch noch verschlossen und alles. Schwierige Angelegenheit, muss ich schon sagen. Es ist schön, es ist besser als jedes Gesichtswasser, was ich bisher hatte. Es irritiert einfach meine Haut nicht und das feiere ich so an dem Produkt. Dann, meine Lieben, das. Ungefähr. Da. Ja, was soll ich sagen? Also Hier würde ich ungefähr sind sagen. wir. Es ist in Ordnung. Ich mag das total. Ich mag auch den Duftgeruch. Ich denke, ich werde mich jetzt zweimal mehr eincremen in der Woche, damit es einfach aufgebraucht ist. Ist ein tolles. Oh, ich sehe einfach, dass die Packung schon sich schädigt. Seht ihr das? Hoffentlich Produkt läuft da nicht aus oder sowas. Naja. Keine Probleme damit bisher gehabt, bis auf das erste Mal. Aber das war ja auch einfach too much. So wie ich mich eigentlich eincreme, dass einfach zu viel ist. Relativ dünnflüssig das Zeug, aber trotzdem pflegend. Also ich muss sagen, ich könnte es mir vorstellen, nachzukaufen. Toller Vor. Also, ihr seht ja immer gleich, weil ich nichts anderes dann benutze in der Woche. Oder meine Pröbchen, ne? Die Pröbchen sind ja auch paler wieder geworden. Von daher, das da vergesse ich. Ich muss unbedingt mich dran halten, das da zu benutzen. Ich habe keinen Bock. Dann etwas, was ich auch des Öfteren benutze. Immer mal kurz einen Strich. Ist das da? Hätte ich nicht gedacht von Alterna. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und es riecht so lecker. Und es macht einfach das, was es soll. Es macht entweder, wenn ihr glatte Haare haben wollt, glatte Haare. Oder es macht dann Locken, wenn ihr Locken wollt. Und wenn ich das dann drauf mache, ich finde,
sieht einfach gut aus. Es sieht nicht speckig aus, es sieht einfach klasse aus. Und ich würde es nicht nachkaufen, ist mir viel zu teuer für die Haare, weil ich eh so wenig mit den Haaren mache. Aber es wäre ein empfehlenswertes Produkt. Derjenige, der halt viel mit den Haaren macht. Hemp heißt das, glaube ich, ne? Ja. Hemp-Stretching Balm. Aha. Dann auch nicht verwendet ist dieses X-Later. Ich muss sagen, ja, der Geruch, habe ich auch gesagt, riecht echt lecker. Ich muss es einfach benutzen. Hm. Schade. Dann mein Aquaspray. Auch das, ich glaube, zweimal diese Woche verwendet. Wenn das so weitergeht, bin ich noch nächsten Sommer da dran. Ich finde das echt gut. Also ich finde den Sprühkopf viel, viel besser als das von Isana. Das hat halt einfach den stinknormalen, ne? Und das macht so einen ultrafeinen Nebel. Ultrafein. Ich mag das wirklich gerne. Ich bin mir einfach zu schade, um das hier mit ins Schwimmbad zu nehmen, ne, um mich da einzusprühen. Bin ich viel zu geizig. Dann benutze ich das doch lieber jeden Tag. Zwar langsam braucht sich das auf, aber man hat wenigstens davon. Ich habe so eine furchtbare Foundation drauf. Ich weiß nicht, wie ich die aufbrauchen soll. Sie ist echt ätzend. 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 Ja. Dann ein Lippenstift, den ich drauf habe. Den hier. Der ist wirklich knallig rot. Also auch wenn ich ihn so angucke, der knallt richtig. Aber auf den Lippen kommt er noch knalliger raus. Und das ist hier dieser hier. Zu diesen Augen-Make-up und zu diesem Look gibt es auch ein Tutorial demnächst irgendwann, keine Ahnung. Aber das sind die aktuellen Teilchen, die ich da drin habe. Und der Rest fliegt irgendwo in der Wohnung rum. Nicht viel passiert. Es ist einfach nicht viel passiert. Ja, was soll ich sagen? Shit happens, aber so ist es. Drei Teile sind raus, drei Teile wieder drin, also wieder bei 17 Produkten irgendwie. Ja, warte mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, kommt schon hin, ne? Die Haarkur. Ja. Halter die. Ach so, ich kann euch noch einen kleinen, minimalen Fortschritt zeigen. Genau bei dem Parfüm, was ich ja letztes Mal vergessen hatte, mit reinzunehmen. Also vergessen hatte, immer wieder zu erwähnen, dass ich es mit reinnehmen möchte. So ungefähr kommt das hin. Es passiert nicht viel. Es ist eine 100 Milliliter Flasche. Aber es ist... Ich wollte sie mal aussortieren, aber der Geruch ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das Problem ist, wenn ich hier 100 Milliliter aufbrauche, habe ich noch 3000 Bullen mit 100 Milliliter, was mir semi-matt gefällt. Hier hätte ich bloß Geld für ein richtiges gespart, ne? So. Das kommt natürlich auch dazu. Das steht eigentlich, für die Produkte, die ich hier benutze, stehen ja auch hier. Dann würde ich auch natürlich gerne sowas hier leer machen, ja? Ich benutze einfach nicht. Das riecht mir... Ja, das geht noch. Ich glaube, das andere mochte ich weniger. Das geht noch. Oder das war nicht so... Ich weiß das nicht. Mal keine Ahnung von Avon. Um mein Kissen zu besprühen, ja? Weil ich sämtliche Flaschen davon habe. Aber ich finde es auch nicht so schlecht. Also, keine Ahnung. Wir machen kleine Fortschritte, aber wir machen welche. Und das ist die Hauptsache. Mir geht es auch darum, einfach, ja, diese Video-Austausch, ne? Dieses, ihr kriegt ständig eine Kurzreview. Review? Keine Review, sondern eine Review von mir. Und das gefällt mir eigentlich. Dass ich euch ständig sagen kann, ah, nee, das Produkt gefällt mir eigentlich doch nicht. Ich hatte das einmal benutzt und das war ganz in Ordnung. Jetzt habe ich es dauernd benutzt und jetzt ist es bäh. Also deswegen sind eigentlich aufgebrauchte Videos gar nicht mal so schlecht. Und dann könnt ihr auch meinen Prozess da einfach mal verfolgen. Ich kaufe trotzdem genauso viel. Also, was soll's. Ne? Ja, wir sehen uns nächste Woche einfach. In der Woche 6 dann. Ja. Dann hoffe ich, gefällt euch das Video. Ich hoffe, ich bin nicht so ganz verkehrt mit den Wochen. Sonst piep. Und ja, bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Ciao, ihr Lieben.